Moinsens, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Weiß Edition. Also, was ich in dieser Folge auch noch ansprechen möchte. Warte, nochmal wieder. Der alte Mann auf Route 6 ist da auf der Suche nach einem legendären Pokémon. Hast du eine neue? Dann schau mal bei ihm vorbei. Und zwar wurde ich nämlich demnächst von jemandem angefragt, ob ich nicht mal ein LPTG mit ihm machen möchte. Und dieser jemand, der hat erst vor kurzem angefangen. Und was ich euch einfach mal, falls ihr jetzt gerade neuere Let's Player seid und meine Parts guckt, möchte ich euch... Warte mal. Und zwar gebe ich euch nämlich den... Was? Tut lieber, bevor ihr irgendjemand Größeren mal fragt, ob ihr mit dem Let's Play Together machen könnt. Guckt da mal lieber irgendwie so, dass ihr euer eigenen Stil findet. Das war bei mir am Anfang auch so, ich musste auch erstmal meinen eigenen Stil finden, aber nachdem ich ihn dann gefunden habe, hat dann alles geklappt, aber... Also was ich meine ist, findet euren eigenen Stil, den eigenen Kommentarstil, weil wenn ihr mit irgendjemandem Bekannten oder irgendjemandem, der schon seinen eigenen Kommentarstil hat, zusammen irgendwas macht, dann übernehmt ihr diesen Stil extrem und das wird dann bei euch einfach bloß, oder dann seid ihr so wie euer Vorbild, aber das ist eigentlich ein bisschen lame, weil dann seid ihr nicht mehr das, was ihr eigentlich sein wollt sozusagen. Es freut mich, deine Bekanntschaft zu machen, Turner. Ich gehöre zu Team Plasma und man nennt mich Kizis. Ich bin hier, um meine Kameraden in Empfang zu nehmen, um die ihr euch ja so freundlich gekümmert habt. Jetzt krieg dich mal wieder ein. Deinen Dank kannst du dir sparen. Deine sogenannten Kameraden wurden dabei erwischt, wie sie Pokémon entführen wollten. Oh, da muss ich aber ein Missverständnis verlegen. Wir haben es uns lediglich zur Aufgabe gemacht, Pokémon aus den Fängen böser Menschen zu befreien. Na, wenn das mal stimmt. Meine Ausdrucksweise ist zwar manchmal etwas zu direkt, aber ich bin eben ein ehrlicher Typ. Du hingegen drückst dich zwar gewählt aus, machst aber ansonsten einen recht dubiosen Eindruck auf mich. Also was willst du mir sagen? Wir von Team Plasma haben nachhaltiges Interesse an Maria City. Da sind wir hier mit vielen unseren Leuten vertreten. Ob das so stimmt oder nicht, ich weiß natürlich nicht. Was? Weiß ich natürlich nicht, aber dass du sogar ohne zu kämpfen als Sieger hervorgehst, soll schon für irgendwas gut sein. Also schön, nimm deine Leute und verschwinde von hier! Eine wahrhaft weise Entscheidung, Chef des Untergrunds. Deine Gabe, die eine Situation binnen weniger Minuten richtig einzusetzen, beeindruckt mich wirklich sehr. Wohlan, es ist an der Zeit, mich zu empfehlen. Gestatten, dass ich mich nur mit meinen Kameraden zurückziehe? Vielen Dank, werter Kizis. Aber, mein Guter. Schließlich arbeiten wir zusammen für den König und gehören beide zu den sieben Weißmörtern, ja nicht? Na, nun dann, ihr guten Leute. Eines Tages werden wir einander gewiss wieder begegnen. Gehabt euch wohl, in der Friede sei mit euch. Tut mir leid, dass es so gekommen ist. Besonders nachdem ihr die Kerle aufgespürt habt. Erhol dich erst mal von dem Schock, aber vielleicht starten wir danach doch noch unseren geplanten Pokémon-Kampf. Lasst mich nicht zu lang warten, hört ihr? Halt die Fresse, Schädel, verpiss dich! Dude, wir haben sowieso versucht, Kämpfe mit der Stadt zu vermeiden. Trotzdem werde ich mit dem Gefühl nicht los, dass sie mit dem Gizis mehr steckt, als auf den ersten Blick scheint. Also ich werde beim Pokémon ein wenig trainiere. Gegen dieses Rennen will ich nämlich auf keinen Fall verlieren. Ha, im Gegenteil. Ich werde mir einen ordentlichen mit Bravour holen. Wenn du meinst, dann ist mir das eigentlich relativ wurscht, aber ich möchte jetzt erstmal Galapos extrem trainieren, damit wir Karapaz kriegen. Also die Weiterentwicklung. Heißt natürlich dann immer noch Galapos, aber egal. So, gib uns ein Tafelwasser. Kaum kommst du hier an, geht's gleich dermaßen rund, was? Na, wie auch immer, ich habe hier erstmal was für dich. Tafelwasser. Boden, ich weiß. Wasser, Typen. Ups. Yay! So. Das Prinzip dieser Arena sollte jedem bekannt sein. Das dürfte man auch aus Pokémon Platin noch kennen. Oh, verdammt. Scheiße, ich muss gleich meine Mutter anrufen, bevor die einkaufen geht. Die muss nämlich noch was ab von dem Hausmann- und Bauerzentrum hier abholen. Weil das habe ich nämlich in der Bus vergessen und jetzt habe ich das nicht mehr. Boah, ey, warum sind die schneller? Ich krieg ausrastig. Natürlich, will sie nicht mit die Hälfte ab, ne, du kranke Sau. Weißt du was? Leck mich kreuzweise.
Membrana, da sehen wir es auch nochmal. Zum ersten Mal jetzt hier im Let's Play, seht ihr das? Ja, ich wusste natürlich instant, dass ich jetzt wechsle, nicht wahr? Du kannst dich mal synchro lernen. Warum? Verarsch mich nicht. Gut, am Psystrahl. Ende. Ruhe im Puff. Ach ja, genau. Synchro-Lärm hat es bloß auf selbe Typen wie ich hab. Irgendwie eine Wirkung oder was. Willst mich veräppeln? Los, Galapos. Jetzt darfst du wieder kämpfen. Jetzt darfst du nämlich mal mit... mit Wasserdüse beweisen, was du drauf hast. Au. Au. Ha, dafür ist aber mein Verteidigungswert sowas von oben. Da kann mir nicht so schnell irgendjemand was machen. Aber spezielle Attacken, die sind richtig asozial. Bei speziellen Attacken kackt mein Galapos wirklich dermaßen ab. Naja. Solange wir es auf physisch trainiert haben, ist das eigentlich Rain. Das heißt, wir können das gegen physische Typen einsetzen, die jetzt nicht gerade mit Kampfattacken andauernd draufhauen. Und nach unten! Yay! Und nach oben. Hallöchen! Okay. Hallo Tiard. Tiard! Bring! Oh, hier habe ich sogar recht gute Chancen, weil das Viech hat... Bedroher. Nerv. Wasserdüse! Ja, wir ziehen sogar dermaßen, na gut, einigermaßen viel ab. Ja, die Genauigkeit sinkt. Aha, jetzt treffe ich natürlich instant nicht. Ah, schade doch nicht. Und tschüss. Bring! Rotomorph. Wasserdüse. Au. Und nochmal. Wehrt die Attacke ab, ganz klar. Ja. Angriff und Initiative. Ne, Genauigkeit. Ganz vergessen. Ein Scheiß wärst du meine Attacke, aber ich glaube, es geht los. Geh sterben. Kannst mich mal. Yeah. Ah, ne, ups. Verdammt. Fail. Yeah. Gut, wir kommen jetzt hier voran. Ich würde sagen, hier. Ja, und dann hier hinten rum. Oh, mitdenken. Ich werde mich mal hier mal so... Ich muss jetzt sowieso nicht mehr dumm spielen. Jeder weiß, dass ich da schon mal Let's Played habe. Deswegen brauche ich hier nicht mehr so... Oh, was müssen wir denn jetzt machen? Oh, Rockeyman. Sehr nice. Ja, ich muss die Namen jetzt immer dazu sagen, weil ich möchte ja nach diesem Let's Play möchte ich eigentlich... die ganzen Pokémon der fünften Generation einigermaßen aus dem FF können. Und dazu ist es natürlich von Vorteil, wenn ich die Namen halt immer wiederhole, damit ich auch weiß, wovon ich rede. Und Selbstverletzung! Ja, geil! Wow. So, ja, das ist normal effektiv, natürlich. So, tschüss. Und Level 31. Sneaker. Katapult! Yeah, eine physische Gesteinsattacke, die zu 100% trifft! Das ist die erste physische Attacke, die ich kenne! Also Steinattacke, die erste, die auch zu 100% trifft, neben Steinpolitur und allen anderen Boost-Teilen. Verstehst du? Ja, ich darf jetzt hier andauernd Boost-Teile, Kumo-Milch und so bei mir. Oh nein, Mist, der hat mich entdeckt, verdammt. So. Wir dürfen sowieso gleich nochmal nach unten. Angestellte Takao. Takao! Bangerip! Ja, Galapos, auf geht's. Katapult 50, ja gut, das kann ich eigentlich. Wasserdüse hat Stärke 40, soweit ich weiß. Oh, danke. Damit hast du mir jetzt wieder einen Boost gegeben. Ich sollte dem vielleicht mal irgendwie Sinebeere, nicht eine Sinebeere, sondern irgendwie so ein Item geben, was insgesamt alles etwa. Natürlich, seit wann sind Unlichtattacken auf Gesteinsattacken normal effektiv?
Ah, okay. Ja, das ist mir jetzt egal, wenn es abkratzt. Das ist mir jetzt sowas in Wayne. Entweder es schafft es jetzt anzugreifen oder... Oh, welch Wunder! Ring! Oh, nö, jetzt nochmal gegen so einen scheiß Membrana. Egal, mach ich jetzt einfach mal hier. Psychos. Will andauernd Psychotos sagen, aber das passt ja nicht, weil... Den Namen habe ich ja, wie gesagt, für Abracadabra und Simsala reserviert. Oh nein, es beblubstrahlt mich! Oh nein! Sie strahlt! Oh nein! Da hat man noch diese Vibration im Hintergrund gehört. So! Nee, Seelos kommt nachher rein. Ich kann mal wieder beweisen, dass Voltos es voll drauf hat. Da wir jetzt ja in den Arenen, eigentlich setze ich jetzt in den Arenen bloß immer noch Pokémon ein, die irgendwie was gegen den Gegner haben. Und Voltos hat halt eine Schwäche gegen Boden, deswegen kann ich es jetzt in dieser Arena jetzt nicht so einsetzen, wie ich gerne hätte. Vielen Dank! Cool! Das kam jetzt aber total unnötig, weil du bist sowieso jetzt Pokémon. Komm, verletz dich selber. Danke! Sehr schön. So, du machst Systemschelle. Genau. Das ist sehr effektiv und sieht man und sinkt meine Genauigkeit. So möchte ich das. Gut, dann machen wir jetzt Brandstempel. Wir sind verwirrt und verletzen uns wieder selber. Richtig gut. Okay. Es macht Itemsperre. Oh, schade. Gut, dann machen wir jetzt nochmal Brandstempel. Jetzt treffen wir auch endlich. So. Na, ich hätte eigentlich. Oh, dumm, die dumm. Ja, komm, hier, so, runter. Ah, jetzt komm ich hier rein. Hallo! Bla bla bla. So. Ildiko. Oh, nehm ich nochmal so ein Rotomorf. Scheiß Vieh, ey. Kein Bock drauf. Gib mir ihren verkackten Rotomorf. Wasserdüse! Ja, na also, wollte schon sagen, wenn das jetzt auch nochmal effektiv geworden wäre, dann hätte ich... geworden wäre... Nein! Wenn das jetzt auch noch sehr effektiv... Nee, wenn das jetzt auch nochmal effektiv geworden... Nee. Ah, wenn das jetzt sehr effektiv... normal effektiv wäre, dann hätte ich mich schon extrem gewundert. Hätte mein ganzes Pokémon-Wissen in Frage gestellt. Yay, da sind Skelette. Natürlich, der Fahrstuhl fällt erstmal drauf. Auch wenn es mir ein Rätsel ist, wo die gerade langfahren. Ist ein bisschen unlogisch, naja. Oh. Sehr schön. Grüne Diamanten. Okay. Ja, ich heile mich lieber nochmal. Weil, soweit ich weiß, hat der jetzt hier eins dieser Assi-Viecher. Namens... Wie heißt er? Oh, jetzt habe ich den Namen vergessen. Stalobor. Gut. Dann mache ich den Part jetzt ein bisschen früher fertig. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann, Leute. Adio.